Hallo zusammen, ich war ja eigentlich schon mit dem Hyundai-Projekt fertig, allerdings hat sich hier noch so ein kleines Problem ergeben, da will ich euch auch jetzt ehrlich gesagt gerne mitnehmen, denn es geht nochmal ums Thema Elektrik beim Fahrzeug und wir müssen hier mal noch ein Problem lösen. Ich wollte es jetzt nicht off-cam machen, deswegen machen wir dazu noch ein kleines Video, also los geht's! Verlosung zu dem Hyundai, die ist ja schon durch. Der Torben hat das Fahrzeug gewonnen. Wer das Live-Video zur Verlosung noch nicht gesehen hat, der kann es sich gerne nochmal anschauen. Ich stehe jetzt hier gerade. Das Auto steht da draußen in der Sonne. Denn ich nehme euch jetzt mal ganz kurz mit, was hier passiert ist in den letzten Tagen und warum ich jetzt an das ganze Thema Elektrik bei dem Auto nochmal ran muss, weil so kann ich das dem Torben ja natürlich nicht überreichen. Wer bei dem Thema Elektrik im Wohnmobil unsicher ist oder gerade bei Problemen, die man hat, der sollte am besten da einfach mal jemanden ranlassen, der ein bisschen mehr Ahnung hat. Bei mir ist jetzt so, ich habe einfach die letzten Jahre mich viel damit beschäftigt und dementsprechend traue ich mir es auf jeden Fall zu, so eine Probleme selber zu lösen. Aber wer das nicht kann, der sollte es einfach vom Elektriker machen oder von irgendeinem Profi. So, das ist jetzt auf jeden Fall kein Active-Bashing hier, was ich betreiben will. Ich habe auch schon mit Active dazu Kontakt gehabt. Die helfen mir da bei dem Thema natürlich und wir finden jetzt mal zusammen heraus, was hier das Problem ist, damit wir das lösen können. Ich erkläre euch mal, was passiert ist. Der Wagen sollte eigentlich zum TÜV jetzt und wir haben hier alles fertig gebaut. Es war auch noch ein bisschen Offcam und tatsächlich kommen wir hier morgens an und ich wollte noch eine Sache am Auto gerne erledigen, bevor wir zum TÜV rüberfahren. Und da fiel mir auf, hey, oder Marcella besser gesagt, fiel auf, sie hat hier so die Lampe angemacht, so fuck, das geht ja gar nicht an. Ich so, hey, was ist denn da los? Elektrik läuft nicht, ganz komisch. Und ich gucke in den Bordcomputer und in die App. Und bei beiden zeigt es mir an, ja, das BMS von der Batterie. Also wir haben hier eine Lithium-Batterie und da ist ja so ein Batterie-Lademanagement-System drin. Er hat die Batterie abgeschalten und am Ende war die halt auch fast entladen. Also ich war so bei etwa 10 Volt gewesen, was schon ziemlich tief ist. Jetzt auch noch nicht leer. Also das BMS hat halt richtig funktioniert. Und dann habe ich hier bei diesem Ding was gemacht, wo auch noch was passiert ist. Ich habe das Kabel angeschlossen hier. Und zwar ist ja das Tolle bei diesem Gerät hier, das kann man halt über Landstrom einmal die Batterie aufladen. Das wollte ich tun. Ja, sowieso mega komisch, denn alle Verbraucher hier momentan in dem Auto sind ausgeschalten. Und dementsprechend hätte die Batterie jetzt gar nicht leer sein dürfen. Ich habe dann halt den Landstrom angeschlossen, weil ich dachte, ja gut, wer weiß, gucken wir erstmal, laden wir wieder auf. Und ich schließe das Teil und auf einmal macht es puff, ist tot. Also das heißt, sogar das BMS konnte ich nicht mehr ansteuern. Ich so, oh fuck, was ist denn jetzt passiert? Es kann ja eigentlich nicht sein, weil alle Verbraucher, die ich hier eingebaut habe, habe ich über einen Batteriewächter so eingebaut, wenn unter 10,5 oder ich glaube 11 Volt die Batterie geht, also so vielleicht, lass mal sagen, bei 30-40% ist, dass dann alle Verbraucher sich automatisch abschalten, habe ich extra so gebaut. Deswegen konnte es jetzt gar nicht so sein, dass die Batterie so tief geladen ist wegen meiner Verbraucher. Was halt noch direkt angeschlossen ist an das Gerät, ist der Wechselrichter. So, und dann, ich habe es ja angeschaltet, es hat so krass Puff gemacht und ich so, oh fuck, jetzt alle Sicherungen raus, aus welchem Grund auch immer. Aber habe geschaut, alle Sicherungen sind noch drin. Dann habe ich das Auto in die Sonne gefahren und in der Sonne ging dann über den Solarladeregler, der ja hier oben drüber Solar ins Auto bringt, alles wieder an. Und das BMS, also es war zwar noch geblockt, ich konnte hier noch nichts anschalten, aber die Batterie hat auf jeden Fall wieder geladen. Über das Landstrom, den Landstromanschluss, der ging dann halt gar nicht mehr, obwohl alle Sicherungen drin waren. Und über Solar kam aber was rein. Ich so, okay, naja, gucken wir mal. Und dann musste ich aber das Auto reinfahren. Und ich habe dann das Auto reingefahren, weil es dunkel wurde. Und als ich es dann drin hatte, konnte ich auf der App wieder sehen, wie die Batterie echt sukzessive wieder runterging. Oh, ich so, okay, ja, scheiße, was nu? Ich habe jetzt erstmal mit Active geredet und geguckt, was wir halt machen können, weil die wollen mir natürlich auch helfen. Keine Ahnung, woran es liegt, ob es jetzt ein kaputter Wechselrichter ist, ein kaputter Solarladeregler, was ich nicht glaube, oder eine kaputte Batterie, was ich eigentlich auch nicht glaube. Wir gehen die Sache jetzt mal auf den Grund und ich nehme euch mit, denn ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der immer mal wieder mit Elektrik so seine Probleme hat. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich informativ für den einen oder anderen. Also los geht's. Die Sonne scheint. Ich habe das Auto wieder in die Sonne gebracht, aber wenn ich jetzt mal hier mein Anzeigen anschaue, es ist alles tot. Also hier die Batterieanzeige, das ist alles komplett tot. Hier der Dongle ist auch alles komplett tot. Ich vermute ja, dass dieses Teil hier irgendwie einen Schlag hat
Und dementsprechend werden wir das jetzt mal hier alles leider wieder auseinanderbauen. Selbst mit einer Stunde Sonne, die ich hier hatte, kam da jetzt nichts. Könnte auch sein, dass dann auch wieder was kommt. Allerdings muss ich der Sache ja sowieso auf den Grund gehen. Und dementsprechend muss ich das jetzt alles auseinanderpflücken. Jetzt bringen wir sie rein und nehmen nochmal alles auseinander. Und gucken uns allererstes mal die Batterie an. Weil dies ist das Herzstück der ganzen Sache und ist auch das teuerste. So, Auto steht jetzt wieder in der Halle. Und wir können uns jetzt mal damit beschäftigen, jetzt mal als allererstes die Batterie zu laden. Das Dumme bei meinem System, was ich hier gebaut habe, ist alles so eng zusammen, dass ich hier die Hälfte tatsächlich dafür abnehmen muss. Aber fangen wir mal damit an und rupfen jetzt erstmal den hier raus, damit ich die Kabel von dem dann benutzen kann, also von dem Wechselrichter hier, der 220 Volt macht, um die Kabel zu nutzen, um eine Batterie anzuschließen, um das Teil erstmal aus dem tiefen entladenen Zustand zu holen. Und dafür nehmen wir dann am besten einfach eine Bleisäurebatterie. Ich habe es mit Active vorher abgesprochen. So machen wir es jetzt mal. Der Wechselrichter ist drüben, den ziehen wir jetzt mal raus. Den guten. So, ich bin jetzt fertig. Das Ganze sieht jetzt hier so ein bisschen unorthodox aus. Aber warum mache ich das auch? Ich will euch ja auch zeigen, wie man von unterwegs aus so eine tiefenentladene Batterie eventuell auch wieder an den Start bringen kann. Also die meisten Batterien, die tiefenentladen sind, kann man ja auch noch mal retten, wenn sie nicht schon Jahre irgendwo tiefenentladen standen. Und damit man das auch unterwegs machen kann, habe ich jetzt hier mal einfach nur eine normale Bleisäurebatterie genommen, habe das Kabel hier an der Seite verlängert, was eigentlich am Wechselrichter dran ist. Denn bei mir ist jetzt die Sache, ich will jetzt die Batterie hier unten nicht wieder ausbauen. Das war ein mega das Gefummel da reinzukriegen. Da brauche ich wieder einen halben Tag, um das alles irgendwie wieder vernünftig anzuschließen. Dementsprechend habe ich das vorhandene Kabel genommen und verlängert. Dafür habe ich jetzt alles abgeklemmt und hier mit Schrauben einfach nur die Kabel verlängert. Die packen wir uns jetzt hier mal an die Batterie ran. Das sollte dann 5 Minuten ungefähr dranbleiben, bis die Batterie hier wieder so voll ist, dass sie mit einem normalen Ladegerät erkannt werden kann. Denn würde ich jetzt das normale Ladegerät ranhängen, was jetzt in dem Fall auch eine Lithium-Batterie laden kann, dann habe ich das Problem, dass es die nicht erkennt. Und wir können es mal ganz kurz probieren. So, mein Ladegerät sagt jetzt hier drauf Error bei 1,4 Volt, 1,3 Volt, vielleicht sogar noch weniger. Und jetzt können wir natürlich hier nichts laden. Dementsprechend machen wir jetzt mal was. So, das klemmen wir mal wieder ab. Als allererstes ziehen wir uns die Handschuhe an, falls es dann doch noch einen Schlag gibt. So, auf dem Bordcomputer steht jetzt erstmal 11,2 Volt. Das heißt, das hat jetzt schon mal funktioniert. Und wir lassen es jetzt mal noch 2-3 Minuten dran. Dann machen wir es ab und dann hängen wir direkt das Ladegerät damit dran, so dass die Batterie erstmal recovered wird und wir gucken können, ob das eigentlich alles so passt. Der Ladecomputer hier von Active, der zeigt mir jetzt wieder was an. 11,2 Volt. Das sollte jetzt auch so sein. Jetzt geht er auch schon wahrscheinlich immer mal wieder ein bisschen hoch. Das lassen wir jetzt kurz hier mal dran und dann schalten wir direkt auf das Gerät um. Sowas kann man natürlich auch mit jeder anderen Batterie machen, also eine AGM-Batterie, eine Bleibatterie, die hinten eingebaut ist oder eventuell auch einfach andersrum. Das heißt, dass wenn die Starterbatterie leer ist von deinem Auto, tiefentladen und dein Auto startet nicht mehr, kann man es hier eventuell dann auch einfach hinten dran hängen. Also nur abmachen, Plus und Plus verbinden, warten. 5 Minuten ungefähr, wieder abmachen und wieder da reinbauen, wo man es braucht. Also ist auf jeden Fall so ein kleiner Lifehack für jeden, der mit einem Auto unterwegs ist und sich da nicht anders zu helfen weiß. So, jetzt haben wir mal 5 Minuten gewartet. 11,4. Das werden wir jetzt hier mal abnehmen und direkt umstecken. So, und die Sache funktioniert. Also das Batteriegerät lädt jetzt wieder. Das muss mal eine ganze Weile dranbleiben, dass es auch so passt. Hier steht es wieder 11,5. Und jetzt können wir auch nochmal aufs Handy gucken in der App, was die Batterieanzeige in der App zeigt. Jetzt, die Batterie hat 11,4 Volt. So, in der App steht jetzt hier auch Health Perfect, also sollte das passen. Wenn man das bei einer AGM-Batterie hat oder eine Bleisäurebatterie, dann hat die natürlich auch gelitten, wenn man die so tief entladen hat. Bei einer Lithium-Batterie geht das, ist ja wie bei so einem Handy-Akku hier, das funktioniert eigentlich schon ganz gut, dass man am Ende die auch mal wieder so recovern kann. Also haben wir auch nochmal Glück gehabt, dass wir hier eine Lithium-Batterie eingebaut haben. So, jetzt haben wir diese Batterie hier frei und dann gehen wir jetzt mal mit dem Ding hier zu unserem Wechselrichter und gucken mal, was da los ist. So, ich habe jetzt hier wieder ein kleines Setup aufgebaut. Einmal werden wir jetzt als allererstes die Batterie messen, wie viel da jetzt noch drin ist. Dann habe ich hier mit dem Solarladekabel mir eine Verbindung geschaffen. Hier ist noch eine Sicherung drin, für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Ich mache jetzt gleich mal rein. Heftig. Raucht doch noch ordentlich. So, mal hier ein kleines
Update. Ich habe das Auto jetzt mal wieder rausgefahren, damit Solar die ganze Sache hier laden kann. Aber ich muss mal rein, das ist ein bisschen windig. Nach dem 5. Versuch mit der Starterbatterie, also das hier rechts und links anzuschließen, hat es dann auch die Voltanzahl drin gehalten in der Batterie, so dass ich das Gerät hier anschließen konnte. Und der seitdem jetzt lädt, also ich habe jetzt 5 Versuche gebraucht, beim letzten habe ich echt 20 Minuten es dran gelassen. Und das Gerät wird jetzt über die Jaggery hier einmal betrieben, weil ich hier draußen jetzt gerade keinen Strom legen wollte. Und seitdem lädt es jetzt hier im Lithium-Modus, das funktioniert also. Solar schießt hier auch noch rein. Und laut App-Anzeige sind jetzt wieder 7% Akkuleistung drauf. Das heißt, dass jetzt die Batterie wieder lädt. Und ja, wir lassen die ganze Geschichte jetzt hier mal die nächsten 2-3 Stunden einfach so laufen und gucken dann, wie es aussieht. Also definitiv der Wechselrichter, der hat hier nicht überlebt. Da brauchen wir noch Ersatz. Also ich habe jetzt noch einen in der Halle oder Active schickt noch einen rüber. Das werden wir jetzt mal schauen, wie fix das alles geht. Wir wollen ja den Wagen hier zum TÜV bringen und uns nicht die ganze Zeit mit dieser Elektrik nochmal beschäftigen. Aber das Krasse ist, gut, dass jetzt hier passiert ist und nicht dann beim neuen Besitzer, beim Torben. Und ich kann jetzt hier die Sachen noch austauschen, aber wenn es bei ihm Puff gemacht hätte, wäre es nicht so cool gewesen. Stimmt das. Von Active wurde mir ein neuer Wechselrichter zugeschickt. Den bauen wir jetzt mal als nächstes ein. Ist wieder genau der gleiche wie vorher. Und gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich hoffe schon, also sollte auf jeden Fall. So, packen wir das gute Stück mal aus. Und hier ist das Stück der Begierde. So, ist alles wieder verbaut, alles fest und jetzt kommt der Moment. Wir testen es auf ein neues und wir hoffen, dass es diesmal nicht explodiert. Das sieht so aus, als würde es jetzt laufen. 10 Ampere, also passt auf jeden Fall. Diesmal soll es okay sein. So, ist alles drin. Es funktioniert jetzt auch alles, endlich. Und ich will mich auf jeden Fall nochmal bei Active bedanken, dass ihr das so schnell mir ausgetauscht habt. Und ist auf jeden Fall auch wichtig bei so YouTube-Geschichten, dass man da auch ganz ehrlich ist und auch mal zeigt, wenn irgendwas nicht passt. Ja, es kann einfach mal passieren, dass ab und an mal irgendwas dabei ist, was nicht so richtig funktioniert. Aber dafür hat man ja die Gewährleistung und kann es dann auf jeden Fall auch austauschen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen an die Hand nehmen bei diesem Thema. Wem das Video gefallen hat, der lässt gerne ein Like da und ein Abo, falls es noch nicht getan hat. Und in den nächsten Tagen geht es dann jetzt auch weiter mit unserem kleinen Offroad-Anhänger. Da ist auch schon einiges passiert. Also bleibt gespannt. In, ja, ich glaube mal in ein paar Tagen auf jeden Fall kommt das nächste Video raus. Also bis dann, Leute. Tschüss.